Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial für Figma und Material Design. Ich möchte mir heute mit Ihnen anschauen, wie man detaillierte High-Fidelity-Mockups in Figma entsprechend der Material Design Version 3 Guidelines von Google erstellen kann. Konkret gesagt ist unser Ziel für heute, dieses grobe Wireframe als ein detailliertes High-Fidelity-User-Interface-Mockup mit Hilfe des Material Design 3 Design Kits für Figma umzusetzen. Ich möchte zu Beginn auch ganz kurz darauf hinweisen, dass dieses Video kein Grundkurs, kein Basiskurs zur Verwendung von Figma ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sie das Programm, dass Sie die Software zumindest schon installiert haben, dass Sie einen Account registriert haben, dass Sie das Programm auch schon ein paar Minuten lang ausprobiert haben, mit den Grundlagen vertraut sind, dass Sie das User Interface von Figma zumindest in den Grundzügen kennen und dass Sie einen groben Überblick haben, welche Funktionen und Operationen und Workflows Ihnen in Figma zur Verfügung stehen. Gut, bevor wir jetzt aber damit beginnen, direkt in Figma zu arbeiten und unsere Mockups auszuarbeiten, würde ich vorschlagen, dass wir zuerst ein wenig Zeit damit verbringen, uns mit den Material Design Guidelines vertraut zu machen. Material Design bzw. das Material Design System wurde von Google entwickelt und veröffentlicht und soll eben User Interface Designerinnen und Designern Richtlinien und Hilfsmittel an die Hand geben, um ihnen dabei zu helfen, User Interfaces zu entwerfen, zu gestalten und zu entwickeln, welche eben den Richtlinien von Material Design entsprechen. Und es gibt eben eine Website, auf der Sie diese Material Design Guidelines finden können. Die Website ist m3.material.io. Der Teil hier M3 in der URL, der bezeichnet die Version von Material Design. Das heißt, das ist die dritte Version von Material Design. Und auf dieser Website zu Material Design finden Sie jetzt alle möglichen Unterlagen und Ressourcen, die Ihnen eben dabei helfen sollen, um User Interfaces entsprechend dieser Guidelines zu entwerfen und zu gestalten. Sie finden hier einen Bereich mit Getting Started, das ist eine Übersicht mit Einstiegspunkten, je nachdem, was Sie genau vorhaben. Es gibt dann den Bereich Develop, wo Sie eben Unterlagen finden, die vor allem für Frontend-Engineers und für Frontend-Entwickler relevant sind. Dann gibt es den Bereich Foundations, das ist eigentlich der erste Menüpunkt auf dieser Website, der für uns einigermaßen interessant und relevant wird, wo eben so etwas wie die grundsätzliche Designphilosophie von Material Design erklärt wird, wo auch so etwas wie die Eckpfeiler von diesem Material Design System vorgestellt und beschrieben werden. Sie finden da Hinweise, wie Sie visuelle Eigenschaften, visuelle Gestaltungsmerkmale von Material Design anpassen können, wie Sie zum Beispiel Custom Color Schemes, also Ihre eigenen Farbschemata, entwickeln und definieren können und wie Sie die in Material Design einbringen können. Sie finden eine Einführung in Design Tokens. Design Tokens als eine Art Grundbaustein von User Interfaces, also ein Grundbaustein, der dann atomare Designentscheidungen kodiert, kommen wir später noch ein bisschen darauf zurück. Sie finden Grundlagen der Interaktion, Sie finden einen Überblick, welche Interaktionsmöglichkeiten es typischerweise gibt. Sie finden Hinweise dazu, wie das grundsätzliche Layout von Material Design Screens, also von Bildschirmmasken, gestaltet sein soll, wie das ausgelegt ist, und Sie finden auch ein Glossar. Der nächste Menüpunkt, der für uns sehr interessant und relevant sein wird, ist der Punkt Styles. Dort finden Sie im Wesentlichen jene Aspekte beschrieben, die sich mit der visuellen Ausgestaltung von den einzelnen Bildschirmmasken beschäftigen. Also Sie finden dort Informationen zur Verwendung von Farbe im User Interface System. Sie finden Informationen zum Einsatz von Icons. Sie finden Informationen zur Typografie. Im Wesentlichen unter diesem Punkt Styles zusammengefasst die wesentlichen Informationen zum visuellen Erscheinungsbild von einer Material Design UI. Und dann unter Komponenten finden Sie den Bereich, der wahrscheinlich unmittelbar interessantesten für uns heute ist, weil hier finden Sie eine Beschreibung und eine Übersicht aller Komponenten, die es in Material Design gibt, aller Standardkomponenten, wenn man so will. Und Sie finden auch detaillierte Beschreibungen
wie diese Komponenten aussehen, wie diese Komponenten funktionieren, wofür man sie verwenden kann und auch wofür man sie nicht verwenden soll oder wie man sie nicht verwenden soll. Und bevor wir uns jetzt diese Komponenten etwas genauer anschauen, würde ich sagen, wir kehren noch einmal ganz kurz zu unserem Wireframe, das wir umsetzen wollen, zurück und schauen uns an, aus welchen wesentlichen Bestandteilen sich dieses Wireframe eigentlich zusammensetzt. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass dieses Wireframe eigentlich sehr einfach ist und dass das aus nicht sehr vielen Komponenten besteht. Im Wesentlichen haben wir hier oben im oberen Bereich, ganz oben vom Bildschirm, eine App-Bar, eine Top-App-Bar, die eben den Titel dieser Bildschirmmaske und ein paar Actions und ein Navigations-Icon enthält. Wir haben direkt unter dieser Top-App-Bar eine Tab-Leiste, bestehend aus drei Tabs. Wir haben unter dieser Tab-Leiste eine Liste, ein Listenkonstrukt, bestehend aus mehreren Listeneinträgen, in diesem Fall fünf Listeneinträgen. Diese Listeneinträge bitte bestehen aus einem Label, aus einer Checkbox und optional noch einem Zusatztext mit Icon. Und wir haben als vierte Komponente noch einen Floating Action Button. Ein ganz charakteristisches Merkmal, eine ganz charakteristische Komponente von Material Design, dieser Floating Action Button. Und das ist es im Wesentlichen. Das sind die vier großen Komponenten, aus denen diese Bildschirmmaske besteht, die wir dann nachbauen möchten. Und wir werden sehen, alle diese Komponenten, die gibt es auch bereits in Material Design vordefiniert als Standardkomponenten. Also wenn wir ganz oben im Wireframe anfangen, die Top-App-Bar finden wir hier. Da sieht man, es gibt unterschiedliche Varianten, wie so eine Top-App-Bar ausgestaltet sein kann. Und Sie sehen auch diese Komponentenbeschreibung, die ist in vier Bereiche gegliedert. Eine kurze Einleitung, dann wesentlich interessanter die Specs, die Spezifikation, wo Sie detaillierte Informationen finden, wie diese Komponente zusammengesetzt ist, aus welchen einzelnen Bestandteilen die besteht. Und der nächste ganz, ganz wichtige, nützliche Bereich in dieser Komponentenbeschreibung sind die Guidelines. Und diese Guidelines, die beschreiben Ihnen im Wesentlichen, wie Sie diese Komponente richtig einsetzen. Wenn es unterschiedliche Varianten gibt, in welchen Fällen Sie welche von diesen Varianten einsetzen sollen. Sie finden Fallbeispiele, die Ihnen zeigen, wie man diese Komponente richtig einsetzt, beziehungsweise was man nicht machen sollte, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Also das sind eigentlich, glaube ich, die zwei wichtigsten und interessantesten Bereiche in dieser Komponentenbeschreibung für uns, wenn wir jetzt diese Mockups ausarbeiten. Und zusätzlich gibt es noch einen Reiter mit Accessibility, wo eben Hinweise zu finden sind, worauf bei der Umsetzung dieser Komponenten zu achten ist, damit diese auch barrierefrei sind. Gut, also das eben die Top-App-Bar. Wir sehen hier, die gibt es in vier verschiedenen Varianten und die, die wir wahrscheinlich nachher am ehesten verwenden werden, die am ehesten dem entspricht, was wir im Wireframe sehen, ist diese Zweier-Variante hier. Dann die nächste Komponente war eben diese Tab-Leiste, diese Leiste mit mehreren Tabs, mit drei Tabs. Auch hier gibt es wieder eine fertige Komponente, die eben Tabs heißt und auch hier wieder sieht man sehr schön Beispiele, wie diese Tab-Leisten aussehen können. Detaillierte Spezifikation. Sehr interessant auch, man sieht hier auch, welche von diesen Komponenten in der Spezifikation optional sind. Das heißt, Sie sehen hier diese Icons, die man hier in dieser Tableiste sieht, die sind nicht verpflichtend, die sind optional. Das heißt, man kann Tableisten auch ohne Icons gestalten. Schauen wir mal, ob wir ein Beispiel dafür finden. Genau, hier sieht man sehr schön, das wäre eine Tableiste ohne Icons, weil die eben optional sind. Dann die dritte Komponente in unserem Wireframe waren eben Listen und Listenelemente. Auch hier wieder eine fertige Komponente, detaillierte Spezifikationen, wie solche Listen aussehen sollen. Sie werden feststellen, wenn Sie sich dann diese Listenspezifikation etwas genauer ansehen, dass das ein sehr, sehr flexibles
Element ist, dass das eine sehr flexible Komponente ist, die ihnen relativ viel Gestaltungsspielraum und Gestaltungsmöglichkeiten gibt, dass es da sehr unterschiedliche Varianten auch gibt, einzeilige, zweizeilige, dreizeilige mit Bildern, mit Icons, mit Selection Controls, Leading-Elemente, Trailing-Elemente, also Leading-Elemente am linken Rand, Trailing-Elemente am rechten Rand und so weiter. Also ein relativ komplexes bzw. auch eine relativ flexible Komponente, die wir da einsetzen werden. Und zu guter Letzt die vierte Komponente, die in dem Wireframe vorkommt, der Floating-Action-Button, den finden Sie hier unter Buttons eingereiht. Ein sehr, sehr charakteristisches Gestaltungsmerkmal oder ein sehr charakteristisches Interaktionselement für Material Design. Und auch hier wieder eine detaillierte Spezifikation, wie so ein Floating Action Button aussehen kann und auch, dass es hier unterschiedliche Varianten gibt. Es gibt eben den Standard Fab, es gibt den Small Fab, es gibt den Large Fab und zusätzlich gibt es dann noch als Alternativen auch den Extended Fab, der quasi aus Icon plus Label besteht. Wir werden aber auf Basis von dem, was wir auch im Wireframe gesehen haben, wahrscheinlich ganz einfach diesen Standard Floating Action Button verwenden. Sie sehen also, alle wesentlichen Bestandteile, aus denen dieses Wireframe jetzt besteht, finden sich auch in den Guidelines, alle Komponenten, die wir brauchen. Und darauf sollte man dann auch zurückgreifen, wenn wir an die Umsetzung von den Mockups gehen, auf diese Komponentenbeschreibung. Insbesondere dann, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, wenn man sich unsicher ist in der Verwendung oder auch in der Platzierung von diesen Gestaltungselementen, beziehungsweise auch wenn es um Design-Details geht. Gut, soviel also zu den Komponenten und zur Dokumentation von diesen Komponenten. Daneben finden Sie aber auch noch nützliche Ressourcen auf dieser Material Design Website in Form von Hilfsmitteln, von Werkzeugen, wie eben zum Beispiel dieses Figma Design Kit für Material Design 3, das hier direkt auf der Startseite verlinkt ist. Einmal hier im Hauptbereich. Sie finden es ansonsten aber auch hier unten unter Resources verlinkt, das Figma Design Kit. Wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie auf die Figma-Website, wo eben dieses Material 3 Design Kit für Sie zur Verwendung, zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie jetzt hier auf Open in Figma eben draufklicken, dann öffnet sich dieses Design Kit in Ihrer Instanz von Figma. Und Sie legen sich quasi sowas wie eine lokale Kopie von diesem Material Design Kit an. Das heißt, hier haben wir jetzt quasi unsere lokale Kopie von diesem Material Design Kit hier in unserer Figma-Instanz und könnten auch schon beginnen, damit loszuarbeiten. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch auf eine zweite wichtige und nützliche Ressource zurückkommen. Dieses Design Kit, dieses Figma Design Kit enthält eine Handvoll Icons, die man verwenden kann. Aber nicht besonders viele, bei weitem nicht genug für alle Einsatzzwecke. Und Icons sind ein sehr wesentlicher Bestandteil von vielen User Interfaces und auch von vielen User Interface Mockups. Und deshalb möchte ich noch zu einer zweiten nützlichen, wichtigen Ressource kommen, nämlich den Material Design Icons. Die sind hier auf dieser Website etwas versteckt. Sie finden aber hin, wenn Sie auf Styles gehen, dann auf Icons. Dann finden Sie hier den Hinweis, dass Sie die Material Symbols Icons unter fonts.google.com/icons finden können. Und wenn wir dorthin gehen, dann finden Sie hier eben eine Übersicht über diese Material Design Icons, die es gibt. Und vielleicht ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang: Diese Material Design Icons, die werden auf zwei unterschiedliche Arten von Google zur Verfügung gestellt. Es gibt einerseits diese Material Icons, das ist quasi die alte Version von den Icons. Und wenn Sie die in Figma verwenden möchten, dann können Sie hier auch wieder dieses Figma-File quasi öffnen. Das ist wieder einfach eine Figma-Datei, von der Sie sich eine lokale Kopie in Ihrer Figma-Instanz ziehen können. Und dieses Material Design Sticker Sheet, das ist im Wesentlichen ein ganz normales Figma-Projekt, wo einfach über 2000 Material Design Icons drinnen liegen und die können Sie sich dann bei Bedarf raus copy-pasten, wenn Sie das möchten. Die neuere Art und Weise, um Material Icons bzw. Material Symbols in Figma-Projekten zu verwenden, ist, dass Sie hier diesen Punkt Material Symbols auswählen und dann gibt es ein Figma-Plugin. Und im Unterschied zu diesem Sticker-Sheet ist dieses Plugin sowas wie ein Mini-Programm, das in Figma eingeklinkt wird.
Und mit diesem Plugin können Sie dann diese Sammlung an Material Design Symbols durchsuchen und dann gezielt einzelne Icons, die Sie in Ihrem Design verwenden möchten, in Ihr Projekt einfügen. Also der Unterschied, wenn man so will, ist bei den Material Icon Sticker Sheets haben Sie eine riesige Datei, wo alle Icons schon drinnen sind und die können Sie dann rauspicken und rüber copy-pasten. Und hier können Sie quasi gezielt neue Icons in Ihr Projekt einfügen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine wahnsinnig besser ist oder wahnsinnig einfacher als das andere. Sie können beide Arten, beide Herangehensweisen verwenden, um Icons in Ihrem Projekt zu verwenden. Sie können sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Ich werde in diesem Video im weiteren Verlauf dieses Material Symbols Plugin verwenden. Gut, und damit sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir endlich zu Figma übergehen können und mit der Ausarbeitung unserer Mockups beginnen können. Und dazu öffnen wir ganz einfach dieses Material 3 Design Kit in Figma. Sie sehen, dieses Design Kit ist in insgesamt drei Pages gegliedert, strukturiert. Getting started, die erste Seite ist im Wesentlichen nur so etwas wie ein kurzes Intro, so etwas wie ein Mini-Tutorial, wo Sie einen groben Überblick über das Design Kit finden, ein paar Hinweise, wie das gegliedert ist, wie man es verwenden kann. Die zweite Seite ist dann die Styles-Seite und auf der findet man im Wesentlichen die Eckpfeiler der visuellen Gestaltung definiert. Sie finden hier die typografische Hierarchie abgebildet, die in den einzelnen Bildschirmmasken und in den einzelnen Komponenten zum Einsatz kommt. Sie finden hier das Farbschema definiert. Dieses Farbschema, das können Sie auch customizen, also das können Sie auch anpassen. Sie sehen, es gibt auch zwei verschiedene Themes. Es gibt ein Light Theme und ein Dark Theme zur Auswahl, die man verwenden kann. Und Sie werden nachher sehen, die meisten Komponenten sind auch sowohl in einer Light- und Dark-Variante abgebildet und werden zur Verfügung gestellt. Verschiedene Elevation States, die zum Einsatz kommen, grundlegende Elemente, die man verwenden kann, eine Handvoll Icons, Device Frames, die man verwenden kann, um die Screens quasi in ein Device Frame reinzupacken, damit man einen besseren Eindruck davon bekommt, wie die Bildschirmmasken dann direkt, also am echten Gerät aussehen würden. Avatar-Platzhalter, die man verwenden kann, Keyboards, also System-Keyboards, virtuelle Keyboards, die man für die Mockups verwenden kann bei Eingabemasken, wo das relevant wird. Layout, Breakpoints und das war es im Wesentlichen auch schon. Und die dritte Seite ist dann eigentlich die spannendste, die interessanteste, denn das ist die, wo unsere ganzen Komponenten zu finden sind. Und Sie sehen schon, das ist eine lange Liste an Inhalten. Und viele, viele unterschiedliche Komponenten. Hier zu Beginn gleich ein Table of Contents, also ein Inhaltsverzeichnis, wo Sie sehen, welche Komponenten hier zu finden sind. Und dann von links nach rechts alphabetisch nebeneinander sortiert die unterschiedlichen Komponenten in Light- und Dark-Variante, die hier von diesem Design-Kit zur Verfügung gestellt werden. Und Sie sehen schon, wir finden hier verschiedene Komponenten, die wir auch später brauchen werden, wie eben zum Beispiel unseren Floating Action Button, die Listen, die die Hauptansicht von unserem Mockup ausmachen werden, die Tabs und Tab-Leisten in verschiedensten Varianten und Ausprägungen und auch die Top-App-Bars. Gut, bevor wir jetzt mit der Ausarbeitung der Mockups beginnen, würde ich Ihnen empfehlen, beziehungsweise ich mache das ganz gern so, dass Sie Ihr Wireframe, das wir jetzt als Mockup umsetzen möchten, direkt in Ihr Figma-Projekt reinziehen. Geht ganz einfach per Drag and Drop und ich mache das ganz gern so, weil dann hat man das Wireframe, das man nachbildet oder das man nachbaut, immer direkt vor sich, sichtbar im Projekt, kann sich immer darauf beziehen. Und ich habe das jetzt einfach direkt hier in diese Komponentenseite reingezogen. Ich werde jetzt auch im Rahmen von diesem Video direkt in dieser Komponentenseite weiterarbeiten. Ich mag das ganz gern, weil man dann alle Komponenten quasi direkt auf derselben Seite, auf demselben
Canvas, wenn man so will, liegen hat und einfach rüber copy-pasten kann. Ich sage auch dazu, es ist jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel dafür, wie man seine Figma-Projekte gliedern und strukturieren sollte. Also insbesondere, wenn Sie ein größeres Figma-Projekt mit vielen, vielen Mockups, mit vielen Bildschirmmasken in Angriff nehmen oder auch wenn Sie in einem größeren Team mit anderen Designerinnen und Designern arbeiten, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dass Sie sich das so besser überlegen, wie Sie Ihr Projekt gliedern und strukturieren möchten. Wir haben jetzt hier also auf dieser Komponentenseite unser Wireframe eingefügt und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir ein Frame anlegen. Ein Frame als eine Art Rahmenkonstrukt, in dem wir dann unsere restlichen Komponenten anordnen können. Und Sie können bei Figma ein neues Frame anlegen mit diesem Button hier in der Menüleiste, der so ein bisschen rautenförmig ausschaut. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie ein Frame auf den Canvas zeichnen. Beziehungsweise sehen Sie hier rechts in dieser Seitenleiste auch, dass da, wenn Sie Frame auswählen, direkt eine Seitenleiste aufgeht mit Presets für unterschiedliche Geräte und Geräteklassen, wo Sie quasi per Knopfdruck ein Frame anlegen können für verschiedene iPhones, für verschiedene Android-Device-Classes, Tablet, Desktop und so weiter. Und ich werde aber keins von diesen Presets verwenden, denn kurioserweise ist es so, dass keines von diesen Presets wahnsinnig gut zu den Komponenten von diesem Material Design Kit dazu passt. Also diese Material Design Komponenten, die sind standardmäßig in ihren Default-Größen so gestaltet, dass sie wirklich nicht gut zu diesen Device-Presets, die Figma bereitstellt, dazu passen. Deshalb werde ich keins von diesen Presets verwenden. Stattdessen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Frame-Größe, die am besten zu diesem Material Design Kit dazu passt, eine Größe von 412 x 892 Pixeln ist. Und deshalb lege ich jetzt auch genauso ein Frame an. Also ich ziehe einfach einen Rahmen auf und passe die Größe dann hier im Sidebar an. 412 Pixel breit und 892 Pixel hoch. Und zusätzlich benenne ich das Ganze gleich noch um. Hier in der linken Seitenleiste klicke ich mit rechts auf Frame, Rename und benenne das Ganze um in My Mockup, damit das auch einen halbwegs sprechenden Namen hat. Gut, und wie gesagt, dieses Frame ist jetzt 412 x 892 Pixel groß. Sie können grundsätzlich natürlich schon auch Frames in einer anderen Größe anlegen, wenn Sie das möchten. Sie werden dann aber, glaube ich, feststellen, dass Sie viele von diesen Komponenten aus diesem Material Design Kit manuell in der Größe anpassen müssen, damit sie in Ihr Frame passen. Wir werden auch so ein paar Komponenten anpassen müssen, aber die meisten oder zumindest viele Komponenten aus diesem Material Design Kit harmonieren meiner Erfahrung nach am ehesten mit dieser Framegröße 412 mal 892 Pixels. Gut, das heißt, wir haben hier jetzt unser Frame definiert und ich möchte auch ein Frame, also, oder ein Device Frame einfügen, das quasi sowas wie den Rahmen, den Geräterahmen abbildet. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass es diese Geräterahmen hier unter Styles gibt. Das heißt, ich wechsle jetzt auf die Styles-Seite, gehe zu diesem Block mit den Elementen und wähle mir hier dieses Device Frame in der hellen Variante aus, weil ich das Mockup auch im Light-Theme und nicht im Dark-Theme umsetzen werde und umsetzen möchte. Und ich wähle mir das aus, kopiere es einfach in die Zwischenablage mit Command C bzw. Steuerung C unter Windows, wechsle wieder auf die Komponentenseite, wähle mein Frame aus und füge es hier mit Command V ein. Ist nicht ganz richtig platziert, müssen wir noch ein paar Pixel nach oben schieben, aber jetzt ist es zentriert. Und Sie sehen schon, dass hier jetzt dieser Device Frame ein bisschen abgeschnitten ist. Das liegt daran, dass die Einstellungen von diesem Frame, in dem wir arbeiten, auf Clip Content gestellt sind. Clip Content bedeutet Inhalte, die über das Frame hinausragen, werden abgeschnitten. Und wenn wir hier dieses Hackerl wegmachen, dann sehen Sie, jetzt taucht dieser Device Frame vollständig auf, ist vollständig sichtbar und schaut so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, hier haben wir jetzt schon unser Device Frame eingefügt und können mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Das erste Element, das wir einfügen werden, das wir einfügen möchten, die erste Komponente, die wir einfügen werden, ist diese Top App Bar.
Und Sie sehen hier diese lange Inhaltsübersicht mit den verschiedenen Komponenten, die es da gibt. Und Sie haben auch vorhin gesehen, dass das ein ziemlich großes Sammeln an Komponenten ist. Wenn wir jetzt direkt zu diesen Top-App-Bars hinspringen möchten, dann können Sie hier auf das Icon in dieser Liste doppelklicken und dann springen Sie im Canvas direkt hin. Vorsicht, Sie müssen auf das Icon klicken, nicht auf den Text, weil wenn Sie auf den Text doppelklicken, dann können Sie den umbenennen, aber wenn Sie auf das Icon doppelklicken, dann springen Sie zur entsprechenden Komponente. Ist ein sehr, sehr nützlicher Shortcut, insbesondere für einen großen Canvas mit vielen Komponenten, um da herumzuhüpfen. Und wir sehen jetzt hier schon bei den Top-App-Bars gibt es auch wieder Ausprägungen im Light-Theme und im Dark-Theme. Wir brauchen eine einzeilige Top-App-Bar, das heißt, es kommen eigentlich nur diese beiden hier in Frage. Und ich würde sagen, Small Flat entspricht am ehesten dem, was wir in unserem Wireframe haben. Das heißt, ich würde diese Variante Small Flat als Ausgangsbasis in unserem Mockup verwenden. Und es gibt jetzt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man solche Komponenten einschieben kann. Eine Möglichkeit ist einfach direkt über die Zwischenablage. Das heißt, ich wähle hier diese Komponente aus, entweder hier in der Sidebar oder auch direkt hier im Canvas. Kopiere die mit Command C bzw. Steuerung C unter Windows. Hüpfe zurück zu meinem Mockup. Wähle mein Frame aus und füge das hier mit Command V ein. Sitzt noch nicht ganz an der richtigen Stelle. Müssen wir noch an die richtige Stelle schieben. Und habe hier diese Komponente eingefügt und sehen hier auch diese Komponente in der Sidebar. Das ist eine Möglichkeit über die Zwischenablage. Und zusätzlich gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit und die möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Das heißt, ich lösche das hier jetzt wieder und wechsle jetzt hier in der linken Seitenleiste auf den Reiter Assets und Sie sehen hier jetzt alle möglichen Assets aufgelistet, alle Assets, die sich hier in diesem Design Kit drin wiederfinden, gegliedert und unter anderem hier auch diese Top Bars. Und jetzt kann man eben auch direkt aus diesen Assets diese Komponenten rausziehen. Das heißt, ich gehe hier auf Komponenten Top App Bars und ziehe hier diese Top App Bar raus. Und Sie sehen schon, hier gibt es jetzt nicht diese ganzen vielen Varianten, die wir vorher direkt am Canvas quasi gesehen haben, sondern es gibt nur die helle und die dunkle App Bar. Diese unterschiedlichen Ausprägungen von dieser App Bar, die sind in diesem Design Kit als Varianten dieser Komponente abgebildet. Das heißt, ich kann hier in der rechten Seitenleiste die Configuration oder die Variante ändern, die da verwendet wird, und kann das umstellen auf eine von diesen vier Varianten. Und Sie sehen, jetzt haben wir auch wieder diese Top App Bar Small Komponente, die wir vorher per Copy and Paste rausgezogen haben. Beide Möglichkeiten, Komponenten in Ihr Projekt einzufügen, sind grundsätzlich gleich. Also es ist eigentlich egal, welche von diesen zwei Varianten Sie verwenden, um jetzt Ihre Komponenten da reinzubringen. Was wir jetzt hier auch sehr schön sehen, ist, dass die Farbe von diesem Device Frame oder die Hintergrundfarbe von diesem Device Frame nicht mit dieser Top-App-Bar zusammenpasst. Das heißt, das sollten wir anpassen, weil im Material Design sollte dieser obere Bereich und auch der Hintergrundbereich der Farbe von diesen Komponenten entsprechen. Das heißt, ich wähle hier jetzt dieses Device Frame aus in der Seitenleiste und versuche die Farbe zu ändern. Das können wir hier machen. Hier ist die Hintergrundfarbe definiert. Und Sie sehen, die ist hier einfach auf Weiß gesetzt. Und was wir aber eigentlich wollen, ist, dass dieses Device Frame als Hintergrundfarbe die Farbe verwendet, die in dem Design Token Surface hinterlegt ist. Also wenn wir nochmal diese Top App Bar auswählen und die Farbe von der anschauen, dann ist das eben die definierte Farbe M3 System Light Surface Color. Das ist dieses blass lila, wenn man so will. Und dieser Farbton, der ist jetzt hinterlegt in diesem Design Token mit diesem Namen. Und wenn ich jetzt diesem Device Frame dieselbe Farbe geben möchte, dann gebe ich dem auch dieses Token und suche mir eben hier in diesem Farbsystem, das hier definiert ist,
M3 Sizzlight Surface Color aus, wähle das aus und damit entspricht die Farbe, die Hintergrundfarbe von diesem DVR Device Frame, dieser Top-Bar. Und diese Design Tokens, die sind jetzt eben ein Ansatz, um bestimmte Design-Aspekte, Design-Facetten zu kodieren. Und die werden typischerweise verwendet, um sehr grundlegende Design-Aspekte zu definieren. Also sowas wie Farbschemata, sowas wie Typografie, sowas wie Größen und Dimensionen und so weiter. Und der Nutzen von dem Ganzen besteht jetzt eben darin, dass wenn ich sage, ich definiere jetzt die Hintergrundfarbe nicht direkt am Objekt, das heißt, ich sage jetzt nicht, dieses Objekt hat die Hintergrundfarbe weiß oder dieses Objekt hat die Hintergrundfarbe schwarz, sondern ich sage, dieses Objekt hat die Hintergrundfarbe Surface, also dieses Design Token Surface, die da drinnen kodiert ist, dann bedeutet das, dass ich dieses Farbschema bzw. auch andere Designaspekte sehr leicht ändern kann. Das heißt, ich muss nur an einer zentralen Stelle dieses Surface Color ändern und diese Änderung zieht sich in allen Komponenten durch, die dieses Design Token verwenden. Das heißt, wir haben jetzt die Hintergrundfarbe von diesem Device Frame angepasst, wir haben unsere erste Komponente, die in Form von dieser Top App Bar hier eingefügt. Bleiben noch drei weitere Komponenten. Wir brauchen hier noch diese Tab-Leiste. Das heißt, wir hüpfen hier zu diesem Container mit den Tabs, scrollen, zoomen ein bisschen rein, damit man was sieht. Es ist eine Primary Tab Navigation. Alle drei Tabs gehen sich am Bildschirm aus. Das heißt, das hier, die erste gleich, Fixed Primary Label Only, ist eigentlich die Art von Tab-Leiste, die am unmittelbarsten dem Wireframe entspricht und die wir auch in unserem Mockup verwenden werden und fügen das jetzt hier in unser Frame ein. Schieben so ein bisschen nach unten. Sie sehen hier jetzt schon, diese Tableiste ist zu schmal. Lustigerweise, die ist nicht 412, sondern 360 Pixel breit. Müssen wir dementsprechend vergrößern. Das Schöne ist, diese Komponenten in diesem Material Design Kit sind so flexibel konstruiert, dass das relativ einfach und gut funktioniert, dass man die vergrößern kann. Das heißt, wir schieben die einfach hier an den Rand, vergrößern die auf 412 Pixel Breite und Sie sehen, die Subkomponenten oder die Subobjekte, aus denen diese Komponente besteht, verteilen sich automatisch über die gesamte Breite. Also das Layout von dieser Komponente ist responsive und es ist ohne Probleme möglich, dass wir die Breite von dieser Tableiste hier verändern können. Die nächste Komponente, die wir dann brauchen, ist diese Liste hier, dieser Hauptinhaltsbereich, wenn man so will. Hierfür können wir auch wieder einfach rüberhüpfen zu den Listenelementen und Sie sehen, da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele unterschiedliche Ausprägungen von diesen Listenelementen. Dreizeilig, zweizeilig, einzeilig, mit Selection Controls am rechten Rand, mit einem Icon am linken Rand, mit Bildern am linken Rand, mit Bildern in unterschiedlichen Größen und so weiter und so fort. Also wahnsinnig, wahnsinnig viele unterschiedliche Ausprägungen. Und das, was aber, glaube ich, am ehesten dem entspricht, was wir für unsere To-Do-Liste hier brauchen, ist, glaube ich, diese Komponente, die wir hier sehen. Und ja, kopiere ich auch wieder einfach in die Zwischenablage und füge sie oben hier in unseren Mockup ein. Ist auch wieder zu schmal, wie wir sehen. Und können wir aber auch wieder problemlos auf 412 Pixel vergrößern und haben jetzt ein Listen-Item, ein erstes Listen-Item in der passenden Größe. Und die vierte Komponente, die letzte Komponente, die noch fehlt, ist dann eben, ich klappe das mal zu, ist dann eben der Floating Action Button und auch hier wieder sehen Sie viele, viele unterschiedliche Varianten. Wir verwenden eine Standardgröße Primary, würde ich sagen, also die Variante Primary. Hier Primary Enabled und verwenden das als Floating Action Button in unserem Mockup, kopiere in die Zwischenablage, hüpft zurück zu unserem Mockup und fügt das ganz einfach ein. Und hier bei diesem Floating Action Button ist jetzt gleich einmal die große Frage, wo soll der eigentlich hin, wie platziert man den richtig? Und dafür würde ich Ihnen empfehlen, hüpfen Sie zurück in die Material Design Guidelines, suchen Sie sich die Komponente in der Dokumentation raus und schauen Sie in der Spezifikation nach und Sie werden hier finden, dass so ein Floating Action Button eben
16 Pixel bzw. DPs, Density Independent Pixels, vom Bildschirmrand eingerückt sein soll, vom rechten und vom unteren Bildschirmrand eingerückt sein soll. Und wenn wir jetzt zu Figma zurückkehren, werden wir versuchen, den hier ungefähr zu platzieren. Und ein netter Trick ist, wenn man jetzt eine Komponente ausgewählt hat und die Option-Taste, beziehungsweise unter Windows ist es, glaube ich, die Alt-Taste, gedrückt hält, dann sieht man den Abstand von der gewählten Komponente zu jenen Komponenten, auf denen sich der Mauszeiger gerade befindet. Das heißt, wenn ich hier den Maus, also wenn ich jetzt erst diesen Floating Action Button auswähle und dann den Mauszeiger über das Device Frame bewege und den Option Button drücke, dann sehe ich, ich bin hier vom rechten Rand 11 Pixel entfernt und vom unteren 40 Pixel. Und jetzt sehen wir, dieser Floating Action Button ist 5 Pixel zu nahe am rechten Rand. Das heißt, ich kann einfach die Pfeiltasten auf meiner Tastatur nehmen, fünfmal die linke Taste drücken und sehe, ich bin jetzt richtig eingerückt. Und nach unten ist jetzt das Problem noch, dass es hier diesen reservierten Bereich in diesem Device Frame gibt, wo quasi dieser Bottom Sheet Handle zu finden ist. Das heißt, hier müssen wir schauen, dass wir 16 Pixel Abstand zu diesem Bottom Sheet Handle finden. Die Größe von diesem Bottom Sheet Handle ist, soweit ich weiß oder soweit ich feststellen konnte, nicht standardisiert, ist auch nicht irgendwie in den Material Design Guidelines definiert. Das heißt, hier bleibt uns nur übrig, dass wir selber im Inspektor hier rechts nachschauen, wie hoch dieses Bottom Sheet ist. 24 Pixel, das heißt, wir müssen schauen, dass wir diesen Floating Action Button 40 Pixel vom unteren Bildschirmrand hochschieben, also 24 von diesem Handle Area und 16 Abstand laut Guidelines. Und wenn man nachschauen, dieser Floating Action Button ist zufällig genau 40 Pixel vom unteren Bildschirmrand entfernt. Das heißt, er sitzt jetzt hier schon an der richtigen Stelle, 40 Pixel von unten eingeschoben, 16 von rechts. Gut, damit ist der Floating Action Button eigentlich schon an der richtigen Stelle gelandet. Und das nächste, was wir tun können, das nächste, was wir tun müssen, ist, dass wir den Inhalt von diesen Komponenten, die wir da reingezogen haben, anpassen an das, was wir hier in unserem Wireframe sehen. Und dazu wähle ich jetzt zuallererst einfach mal diese Top-App-Bar hier aus, klappe die auch aus. Sie sehen, wir haben hier einen Titel, der passt noch nicht, den kann ich relativ leicht ändern, indem ich dieses Textfeld einfach doppelklicke und ich kann da jetzt direkt drüber schreiben. Und jetzt ist der Titel schon passend und das, was wir brauchen. Wir haben hier dieses Icon, das noch nicht passt. Hier sollte so ein Menü-Icon, ein Hamburger-Icon sein. Stattdessen haben wir einen Pfeil. Das heißt, wir können hier dieses Icon auswählen. Müssen uns relativ weit in diesem Selection-Stack durchklicken, weil sehr viele Container-Ebenen um dieses Icon herum gegliedert sind. Wenn wir hier bei diesem Icon angelangt sind, sehen wir hier Icons Arrow Back. Dann können wir hier in der rechten Seitenleiste in diesem Dropdown das Icon auswählen bzw. verändern und sehen hier alle Icons, die in diesem Design Kit vorhanden sind, als Auswahlmöglichkeit vorhanden und können das ändern. Und suchen uns hier in der Liste ganz einfach dieses Menü-Icon, Menu for 24 Pix, wählen das aus und das Icon wird auch hier in der Komponente in unserem Mockup geändert. Der nächste Teil ist dann dieser Bereich mit den drei Icons, mit den drei Actions, die hier zur Auswahl stehen. Zwei Dinge, die hier nicht passen. Erstens, es ist ein Icon zu viel. Zweitens, wir brauchen hier ein anderes Icon statt diesem Kalender-Icon. Und Sie sehen hier, Sie können, wenn Sie die Top-App-Bar auf der obersten Hierarchie-Ebene auswählen, können Sie hier in der rechten Seitenleiste auswählen oder gezielt ausblenden, welche Icons dargestellt werden sollen von 1 bis 3. Nachdem wir nur zwei von diesen drei brauchen, werde ich das erste hier einfach ausblenden. Und uns bleiben nur zwei übrig. Und dann klicke ich hier auch wieder in diesem Selection Stack bis zu diesem Icon durch und kann auch hier wieder das passende Icon auswählen, nämlich ein Such-Icon, Icons Search 24 Pix. Und bin damit eigentlich fertig, ohne dass ich die Komponente selbst angreifen musste, ohne dass ich die irgendwie ändern musste, habe ich quasi die von dieser Komponente zur Verfügung gestellten Konfigurationsmöglichkeiten mir zunutze gemacht, um das so weit anzupassen, damit der Inhalt von dieser Komponente dem entspricht,
wie es hier in diesem Wireframe dargestellt wird. Das nächste ist dann diese Tab-Leiste, auch relativ leicht eigentlich zu ändern. Hier gibt es nur drei Labels, die wir ändern müssen. Klicke ich mich auch wieder durch diesen Selection Stack bis zu einem Label durch, doppelklick das und kann hier dann reinschreiben. Ein Trick übrigens, wenn Sie es mit diesen sehr tief geschachtelten Selection Stacks, wie hier jetzt in diesen Komponenten zu tun haben, wenn Sie über ein Element drüber gehen, die Command-Taste drücken und dann links klicken, dann klicken Sie quasi durch diesen ganzen Selection Stack durch. Sehr nützlich, damit man nicht ständig sich von einer Ebene zur nächsten mit Doppelklick durchbewegen muss, sondern direkt zu den Komponenten quasi durchklicken kann. Und auch hier ändere ich wieder ganz einfach das Label und analog beim dritten und habe damit eigentlich auch schon die zweite Komponente so weit angepasst. Das Einzige, was noch fehlt, ist jetzt dieses Listen-Item und auch hier werden wir wieder feststellen, dass wir relativ weit mit den Konfigurationsmöglichkeiten von diesem Listen-Item kommen, ohne dass wir Änderungen an der Komponente durchführen müssen. Wenn Sie das Listen-Item selbst auswählen, ich klappe das hier jetzt wieder ein bisschen ein, damit das ein bisschen kompakter ist. Wenn wir hier das Listen-Item direkt auswählen, dann sehen Sie hier in der rechten Sidebar alle Konfigurationsmöglichkeiten, die wir haben. Sie können das Ganze ändern auf ein zweizeiliges oder dreizeiliges Listen-Item, wenn Sie möchten. Sie können von der Overline. Sie können das Leading Icon ändern oder eben Selection Controls verwenden, Radio Button, Checkbox, was auch immer. Wir brauchen eher eine Checkbox in dem Fall. Sie können einen Trailing Text einblenden, Sie können den Divider einblenden, den sollten wir auch einblenden, weil unsere Listeneinträge hier im Wireframe ebenfalls Divider verwenden. Also viele, viele Konfigurationsmöglichkeiten, die Sie direkt hier haben. Sie können natürlich auch den Text hier wieder ändern, so wie wir es hier sehen. Und was Sie auch machen können, ist den Selection-Status von dieser Checkbox ändern. Das können Sie aber nicht direkt beim Listen-Item, sondern da müssen Sie wieder zur Checkbox selber durchklicken quasi, zu diesem Container-Element. Und hier ist relativ schwierig zu finden, gebe ich zu, hier an dieser Stelle in dieser Komponentenhierarchie können Sie jetzt den Status auf Unselected ändern. Und damit entspricht dieses erste Listen-Item eigentlich bereits dem, wie wir es im Wireframe haben und wie wir es brauchen. Und deshalb werde ich das jetzt auch einfach duplizieren. Kann man über die Zwischenablage machen, Command C, Command V. Sie können es aber auch direkt machen, wenn Sie Command D drücken, dann duplizieren Sie auch dieses Item und müssen es dann quasi nur noch an die richtige Stelle ziehen und habe jetzt hier bereits zwei Listeneinträge. Und bevor ich jetzt aber die nächsten drei Listeneinträge hier einfüge, wähle ich diese zwei Listeneinträge hier aus und fasse die in einem Frame zusammen. Das heißt, ich wähle beide aus, klicke mit Rechtsklick drauf auf diese Selektion und wähle dann im Kontextmenü Frame Selection. Das heißt, diese zwei Listeneinträge werden jetzt in einem Frame gruppiert. Dieses Frame nenne ich jetzt auch um, damit man sich mehr darunter vorstellen kann, List, weil das ist quasi das Frame, das unsere Liste halten wird. Und der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, weil wir diesem Frame jetzt ein Auto-Layout geben können. Und Auto-Layout ist ein Mechanismus, der sehr nützlich ist, um Elemente in Figma Mockups automatisch anzuordnen. Und wenn ich hier jetzt so diesem Frame ein Auto-Layout hinzufüge, in diesem Fall ist es ein Auto-Layout, das in der linken oberen Ecke beginnt und mit dem Elemente vertikal gestapelt werden, dann führt das dazu, dass wenn ich jetzt weitere Elemente in diesem Frame hinzufüge, dass die dann automatisch unten dran gestapelt werden und dass dieses Frame sich automatisch vergrößert, während es das macht. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses zweite Listen-Item auswähle und wieder per Command D ein neues Element hinzufüge, dann wird das automatisch unten hinzugefügt und anhand dieses Auto-Layout-Mechanismus quasi vertikal gestapelt. Das ist jetzt zugegebenermaßen eine relativ triviale Anwendung von diesem Auto-Layout-Feature. Das ist ein sehr mächtiges, ein sehr komplexes Feature.
Ich werde jetzt nicht näher auf diese ganzen Auto-Layout-Mechanismen und Einstellungsmöglichkeiten eingehen, weil das ist wirklich ein Riesenthema, ein Riesenblock. Ich wollte Ihnen an dieser Stelle aber zumindest kurz gezeigt haben, was das ist und wie das in den Grundzügen funktioniert, damit Sie es einmal gesehen haben, damit Sie wissen, dass es das gibt und damit Sie sich gegebenenfalls auch selber intensiver damit beschäftigen können, weil das wirklich ein wahnsinnig nützlicher Layout-Mechanismus ist, wenn man Figma-Mockups erstellt. Gut, soviel an der Stelle nur ganz, ganz kurz als Exkurs zum Thema Auto-Layouts. Und machen wir mit unserer Liste weiter, damit wir die an den Punkt bringen, wo sie dem entspricht, wie sie aussehen soll. Jetzt ist es natürlich so, die Labels hier passen noch nicht. Das heißt, hier bei diesen Listenelementen müssen wir die Labels entsprechend anpassen, damit der Inhalt dem entspricht, was wir im Wireframe sehen. Einfach die Textfelder doppelklicken und bearbeiten. Dann sehen wir hier auch schon, das letzte Item sollte angehackelt sein. Das heißt, hier müssen wir auch wieder dieses Checkbox-Konstrukt auswählen für dieses Listenelement und von Unselected auf Selected setzen. Und ja, damit sind wir fast schon dort, wo wir hinwollen. Nur dieses Zusatzlabel mit der Deadline und diesem Wecker-Icon, das fehlt jetzt hier bei diesem Listeneintrag. Und hier können wir auch schauen, wie weit wir kommen, ohne jetzt die Komponente anpassen zu müssen. Wir können zum Beispiel einen Trailing Supporting Text hier einblenden mit dieser Option. Das ist dann dieses Element und bearbeiten. Und damit kommen wir eigentlich schon relativ weit. Jetzt haben wir zumindest schon den Text drinnen stehen. Wir können zusätzlich auch ein Trailing Icon einblenden. Ups, das hat den Text wieder geändert. Das ist nicht gut. Bessern wir das wieder aus. So. Ein Trailing Icon einblenden. Das ist jetzt das falsche Icon. Das können wir aber gegebenenfalls ändern. Und wenn wir jetzt hier nachschauen, in diesen Icons, die zur Verfügung stehen, dann werden wir leider nicht ganz fündig werden für dieses Wecker, für dieses Alarm-Icon, das hier im Wireframe zu finden ist. Es gibt zwar ein Uhren-Icon hier an der Stelle, das ist, sagen wir mal, nahe dran, und wenn man es nicht so genau nimmt, könnte man sagen, passt schon, nehmen wir einfach das. Aber ich will es jetzt mal genau nehmen. Ich finde, man sollte es auch genau nehmen, wenn man die detaillierte Mockups ausarbeitet. Und vor allem ist das Ganze auch eine ge gute Gelegenheit, um Ihnen noch ganz kurz zu zeigen, wie jetzt dieses Material Symbols Plugin funktioniert, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Wir haben jetzt hier also in diesem Design Kit leider kein passendes Icon für dieses Wecker-Symbol, für dieses Alarmsymbol, das wir hier brauchen. Und jetzt können wir aber zum Glück auf dieses Material Symbols Plugin zurückgreifen. Und hier können wir tausende unterschiedliche Icons durchsuchen, können auch einfach eingeben Alarm, bekommen direkt eine große Auswahl an Icons, die da thematisch dazu passen, vorgeschlagen. Haben hier auch direkt ein Icon, das sehr, sehr exakt dem entspricht, was wir benötigen für unser Mockup. Und wenn ich jetzt auf dieses Icon hier in diesem Plugin draufklicke, dann wird das ganz einfach in unser Projekt eingefügt. Sie sehen hier, wurde dieses Icon hier eingefügt und ja, das können wir jetzt weiterverwenden. Und ich werde dieses Icon auch nicht direkt weiterverwenden, sondern ich werde dieses Icon in eine Komponente verwandeln. Das geht per Rechtsklick aufs Icon mit Create Component. Und dadurch, dass das jetzt eine Komponente ist, kann ich dieses Icon hier in diesen ganzen Icon-Instanzen, in den sonstigen Komponenten auch verwenden, weil das wird mir jetzt hier auch zur Verfügung gestellt. Ich muss dem Ganzen auch noch einen vernünftigen Namen geben. Ich benenne das Ganze jetzt einfach um in myIcon/alarm, damit ich es wiederfinde. Und wenn ich dieses Icon, das ich mit dem Material Symbols Plugin gerade eingefügt habe, jetzt hier in meinem Mockup verwenden möchte, dann kann ich hier draufklicken und hier das wieder auf Swap Instance gehen, und Sie werden sehen, steht hier zur Verfügung und kann das direkt verwenden. Und auf diese Art und Weise können Sie aus diesem riesigen Fundus an Material Symbols jene Icons raussuchen, die Sie benötigen,
direkt in Ihr Projekt einfügen, zu einer Komponente machen und dann an jeder anderen Stelle in Ihrem Mockup verwenden. Wichtig ist, dass Sie dieses Icon zu einer Komponente verwandeln, weil sonst taucht es nicht hier auf zum Auswechseln an anderen Stellen. Damit sind wir fast am Ziel angelangt, würde ich behaupten. Das Einzige, was hier jetzt nicht passt, ist, dass in diesem Wireframe das Wecker-Icon links vom Label ist und hier rechts. Und gut, jetzt könnte man natürlich sagen, dann ändern wir ganz einfach die Position. Schauen wir, dass wir dieses Icon auswählen und hier rüberziehen. Und Sie werden feststellen, das geht nicht. Und der Grund, warum das nicht geht, ist der, dass dieses Listenelement, dieses Konstrukt hier, keine eigenständige Komponente ist, sondern dass es eine Instanz einer Komponente, die vom DesignKit zur Verfügung gestellt wird, ist. Das heißt, dieses Konstrukt, diese Instanz, die erbt einen Großteil ihrer Eigenschaften und ihres Verhaltens von dieser Hauptkomponente. Und diese Hauptkomponente ist, zu der können wir ganz leicht hinhüpfen, wenn wir rechtsklicken und auf Go to Main Component hier in dem Kontextmenü gehen. Das ist dieses Element. Das ist die Hauptkomponente, von der wir ausgehen. Und dieses Konstrukt, das wir jetzt hier in unserem Wireframe drin haben, ist eine Instanz von dieser Hauptkomponente. Und wenn wir jetzt Änderungen an dieser Hauptkomponente durchführen, dann würden diese Änderungen auch an unsere Instanzen weitervererbt werden können. Ich würde Ihnen aber nicht empfehlen, dass Sie diese Hauptkomponenten von Material Design direkt verändern und bearbeiten, weil dann ist ganz einfach das Risiko sehr groß, dass Sie was kaputt machen. Sie haben auch schon gesehen natürlich, jetzt wo wir daran gearbeitet haben, es gibt natürlich gewisse Änderungen, die man an diesen Instanzen durchführen kann. Ja, Sie haben gesehen, wir haben Einstellungen geändert, damit da jetzt etwas ein- und ausgeblendet wird. Wir können auch hier, wenn wir dieses Listenelement auswählen, können wir ganz leicht ein- und ausblenden. Wir können nur den Text ein- und ausblenden. Wir können nur das Icon ein- und ausblenden. Wir können den Inhalt von diesem Label ändern. Also wir können quasi den Text, der in diesem Label drinnen steht, ändern. Wir können Icons austauschen und so weiter. Das sind alles Änderungen, die wir an Instanzen von einer Komponente durchführen können. Was wir aber nicht machen können, ist, dass wir zusätzliche Objekte oder zusätzliche Subkomponenten hier hinzufügen. Also wenn wir das ausprobieren wollen, wenn Sie dieses Icon hier nehmen und versuchen, dass Sie das in dieses Listenelement einfach reinziehen, geht nicht. Erlaubt Ihnen Figma nicht. Sie können keine zusätzlichen Objekte und keine zusätzlichen Subkomponenten in eine Instanz von einer Komponente hinzufügen. Es geht auch nicht, dass Sie die Bestandteile von dieser Komponente in der Position ändern. Also Sie sehen, wenn ich versuche, dieses Icon hier per Drag and Drop zu verschieben, dann verschiebe ich die ganze Instanz und nicht das Icon. Was wir jetzt in dem Fall aber machen können, ist, dass wir diesen Zusammenhang, diese Verbindung zwischen dieser Instanz und dieser Komponente auflösen. Das heißt, ich kann dieses Listenelement hier auswählen und ich klappe das mal wieder ein, der Übersicht halber, und kann im Rechtsklick-Kontextmenü hier den Menüpunkt Detach Instance auswählen. Und wenn ich das mache, dann wird diese Verbindung zwischen dieser Instanz und der Hauptkomponente aufgelöst und ich habe plötzlich nur mehr eine Ansammlung von einzelnen losen Objekten hier, die ich jetzt auch frei bearbeiten und manipulieren kann, wenn man so will. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt, wo ich diese Verknüpfung von der Instanz zur Komponente gelöst habe, hier das Icon nehmen kann und in diesem Tree einfach verschieben kann. Und jetzt sehen Sie, das Icon ist vor das Textlabel gehüpft. Und ich kann zum Beispiel auch dieses Icon jetzt auswählen, das wäre vorher auch nicht gegangen, und kann sagen, eigentlich ist es ein bisschen zu groß und ich passe da jetzt die Größe an, damit das 16x16 Pixel groß ist, damit es besser zu diesem Label dazu passt. Ich kann dieses Icon oder ich kann auch dieses Container-Element hier nehmen und sagen, okay, hier im Auto-Layout ist ein Padding von 10 Pixels definiert. Das ist mir zu klein, ich vergrößere das.
dann verschiebt sich das, oder es ist mir zu groß und deswegen verkleinere ich es auf nur 4 Pixel, dann rückt die Uhr näher an den Text ran und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt eben machen kann, weil diese Verknüpfung zwischen Instanz und Komponente aufgelöst wurde. Und jetzt, wo ich meine Änderungen durchgeführt habe, kann ich auch hier in diesem Seitenmenü wieder dieses Listen-Item auswählen und daraus eine neue Komponente anlegen. Das heißt, wenn ich dieses Konstrukt jetzt an anderer Stelle in meinem Mockup weiterverwenden möchte, dann könnte ich da eine neue Komponente draus machen und diese dann weiterverwenden und quasi Kopien von dieser Komponente oder Instanzen von dieser Komponente anfertigen. Den Unterschied von Instanz und Komponente, den erkennen Sie übrigens auch sehr gut hier in dieser Seitenleiste, wenn dieses Icon neben dem Namen aus diesen 4 Kasteln da besteht, dann ist es eine Hauptkomponente, und wenn es so ein leeres Kastel ist, wie hier in dem Fall, dann ist es eine Instanz. So kann man Komponenten und Instanzen auch sehr leicht in dieser Seitenleiste voneinander unterscheiden. Gut, so, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon fertig, beziehungsweise fast fertig, denn mir fällt gerade auf, dass ich vorhin übersehen habe, das Icon von dem Floating Action Button noch entsprechend anzupassen. Das heißt, das machen wir jetzt noch ganz kurz, damit wir auch wirklich fertig sind. Wir wechseln rein in den Floating Action Button, wählen das Icon, klicken hier wieder auf Swap Instance, suchen das passende Icon. Dankenswerterweise gibt es auch wirklich Plus-Icon. Müssen wir also nicht über das Material Symbols Plugin extra einfügen, sondern zufällig schon vorhanden im Design Kit, ändern das. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich fertig. Wir haben dieses Low Fidelity Wireframe, dieses grobe Wireframe als High Fidelity Mockup, als detaillierten User Interface Mockup entsprechend der Material Design Guidelines erfolgreich abgebildet. Ja. Erlauben Sie mir zum Schluss vielleicht noch ein paar allgemeine Hinweise und Gedanken zur Verwendung von diesem Material Design Kit. Ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass dieses Material 3 Design Kit von Google wirklich sehr umfangreich und sehr komplex ist. Und dass es, glaube ich, deshalb ein relativ hohes Maß an Einarbeitung braucht. Also diese Komponenten, die Sie hier sehen, die zur Verfügung gestellt werden, die sind sehr flexibel, die sind sehr konfigurierbar aufgebaut, die geben Ihnen viele Möglichkeiten, wie Sie diese Komponenten anpassen können, ohne dass Sie die Komponenten jetzt selber verändern müssen, so wie Sie es jetzt am Schluss, ganz am Schluss von diesem Video gemacht haben. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie auch versuchen, möglichst lange und möglichst weit mit diesen Standardkomponenten und ihrer Konfigurierbarkeit zu arbeiten, bevor Sie quasi anfangen, die Komponenten selber in ihrer Struktur zu verändern. Ich hoffe, dieses Video war nützlich und interessant für Sie, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.